Hasan Pepic, Sie sind jetzt gerade zur VSG Altglienicke gewechselt. Was hat Sie von dem Transfer hierher überzeugt? Ja, eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Anruf bekommen und dann habe ich mich dafür entschieden, hierher zu kommen, weil es für mich die beste Option war und weil ich einfach auch vor einem halben Jahr hier war, da es leider dann nicht geklappt hat, wegen kleinen Unstrittigkeiten. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich bei der VSG bin. Die ersten Einheiten mit dem Team sind absolviert. Was ist denn Ihr Eindruck von der Mannschaft und auch vom Trainer Andreas Zimmermann? Beides positiv. Wir arbeiten viel, wir haben eine super Mannschaft zusammen. Wir müssen halt das umsetzen, was der Trainer von uns möchte und dann werden wir ganz bestimmt eine sehr gute Rolle in der Regionalliga spielen. Sie selbst haben mal in der Jugend für Juventus Turin gespielt. Warum hat es trotzdem mit dem ganz großen Durchbruch doch nie so richtig geklappt? Ja, als Fußballer, da muss man mehr Sachen können und nicht nur Fußball spielen. Ja, das lag einfach an mir selber und ein paar Sachen, die einfach zum Fußball nicht gehören und deshalb hat es nicht für höher gereicht. Genau, unter anderem Juventus Turin. Relativ viele Vereine waren schon dabei in ihrer Karriere, sind so eine Art Fußballwandervogel, wenn ich das mal so sagen darf. Warum sind Sie nie so richtig glücklich geworden irgendwo? Ja, also es gibt schon Vereine, wo ich glücklich war, aber dann immer den nächsten Schritt machen wollte oder versucht habe zu machen, gedacht habe, dass es der Richtige ist und dann war es doch nicht der Richtige, aber es gab schon ein paar Stationen, wo ich mich wohl gefühlt habe und wo ich auch gerne da geblieben wäre. Dann einmal mit Ausblick jetzt auf die kommende Saison. Was ist Ihr Ziel mit der VSG Altglienicke? Mein Ziel ist es auf jeden Fall, ich sag mal immer oben mitzuspielen, weil ich sehe, in der Mannschaft steckt Potenzial drin. Ich kann die Regionalliga Nordost dieses Jahr auch einschätzen und ja, ich möchte auf jeden Fall mit der Mannschaft oben mitspielen und was sich dann am Ende ergibt, da lasse ich mich dann überraschen. Ja, dann ganz, ganz viel Erfolg und man sieht sich bestimmt wieder.